Und ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, zu frühabendlicher Stunde, zu einem schwierigen Thema. Ja, dass die sogenannte liberale Demokratie in Gefahr ist, konnten sich viele von uns wahrscheinlich noch vor 20 Jahren kaum vorstellen. Wenn dann irgendwo fernab unserer Lebenswelt. Aber dass sie gleichsam inmitten der westlichen, sogenannten westlichen Welt selbst gefährdet ist, das war bis vor kurzem kaum vorstellbar. Insbesondere, wenn wir an 1989 zurückdenken, ja, Sturz der Berliner Mauer, und es war eine unglaubliche Hoffnung hier, die sich artikuliert hat, dass nun ein demokratisches Zeitalter für alle anbricht. Ein politischer Philosoph, Fukuyama, sprach sogar vom Ende der Geschichte. Damit meint er nicht die Apokalyptik, dass alles zusammenbricht, sondern dass die ideologische Evolution der Menschheit an ihr Ziel gekommen sei, nämlich die liberale. Es gibt keine Alternative zur liberalen Demokratie. Ja. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das jetzt global durchsetzt, weil der Kommunismus und Stalinismus ist zusammengebrochen. Ja, es gibt keine Alternative mehr. Ja, das war die Hoffnung. Und ich gestehe, auch wenn ich kritisch, schon damals kritisch war gegenüber dieser überzogenen Hoffnung, aber dass es eine wirkliche theoretische Alternative gibt, konnte ich mir selbst auch damals kaum vorstellen. Allerdings, 1980 war auch die Zusammenschlagung der Studentenrevolte in Peking, Tiananmenplatz. Das heißt, im selben Jahr, wo wir etwas berauscht waren von Hoffnungen auf die Zukunft der Demokratie, gab es auch einen Paukenschlag in die andere Richtung. Und ja, im Schatten dieses Paukenschlags stehen wir heute. Weltweit sind autoritäre Strömungen, Regime im Vormarsch. Amartya Sen, ein indischstämmiger Ökonom und Philosoph, hat anlässlich der Dankesrede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2020 von einem neuen autoritären Zeitalter gesprochen. Und tatsächlich wird das Modell einer, ich spreche weniger oder nicht so gern von einer liberalen Demokratie, weil Liberalismus ist eine ideologische Strömung, ja, unter mehreren. Also seit dem 19. Jahrhundert gibt es den Konservativismus, Sozialismus, Kommunismus und Liberalismus. Diese drei Strömungen, ideologischen Strömungen, konkurrieren seit dem 19. Jahrhundert. Ja. Und sie haben eigentlich in einer Demokratie einen Ort, wo sie diesen Konkurrenzkampf austragen können. Ja. Und daher, wenn man diesen Ort selbst liberale Demokratie nennt, dann scheint es so, als ob eine ideologische Strömung das so quasi bestimmen könnte. Daher spreche ich lieber von menschenrechtsbasierter, rechtsstaatlicher Demokratie. Was das genau ist, das werden wir uns noch anschauen müssen. Ja. Und da ist eine liberale Partei eben eine Partei unter anderem. Ja. Nun, genau dieses Modell einer menschenrechtsbasierten, rechtsstaatlichen Demokratie wird heute in allen Weltregionen in ihren Fundamenten in Frage gestellt. Ich meine, dass es Verstöße gegen die Menschenrechte gab, da gibt. Das ist der traurige Alltag. Ja. Globalpolitischer Prozesse. Aber dass die Idee der Menschenrechte auch als Idee in Frage gestellt wird, das ist eine neue Qualität. In China, wir werden darauf noch eingehen, ja, gab es schon in den 1990er Jahren einen Diskurs über die sogenannten asiatischen Werte. Asiatische Werte. Asiatische Werte bedeuten
Merkwürdigerweise auch das heutige China, das eigentlich marxistisch, noch immer eine marxistische Partei ist, nicht, bezieht sich auf Konfuzius, ja, den man noch vor ein paar Jahrzehnten so quasi eigentlich aus dem kollektiven Gedächtnis fast eliminiert hat. Und da geht es angeblich um Werte der Gemeinschaft, des Kollektivs und die Idee des Werts des Individuums sei eben ein westlicher kulturimperialistischer Import und wird radikal zurückgewiesen. Also die Idee der Menschenrechte sind ein partikular europäisch-westliches Konstrukt, das keine Verankerung in der chinesischen Kulturgeschichte und Philosophiegeschichte hat. Und dass so quasi der Westen dauernd China an den Menschenrechten misst, sei eben Kulturimperialismus. Also hier werden die Menschenrechte nicht so quasi defensiv verteidigt. Das gab es auch in den marxistischen, also Diskursen. Wir konzentrieren uns auf die sozialen Menschenrechte, nicht? Die haben Vorrang vor den politischen Freiheitsrechten. Also da war man noch immer einig, im Prinzip geht es um Menschenrechte. Diese Basis ist durch den Diskurs der asiatischen Werte zerbrochen. Russland, wir sehen jetzt die unglaublichen Folgen einer neuen Ideologie, eurasische Ideologie. Alexander Dugin war einer der Ideologen, die ebenfalls einen anti-westlichen Diskurs entwickelt haben. Auch hier der Individualismus der westlichen Menschenrechtskonzeption ist unvermittelbar mit der langen Tradition der orthodoxen Kirche und Theologie. Hier geht es um ganz andere Werte, eben mystische Werte, aber nicht diese liberale, individualistische politische Kirche. Hat in Russland also keine Geschichte, keine Verankerung. Ja. Indien, ein schwieriger Fall, weil in Indien waren im Dekolonisierungsprozess, eben Gandhi ist am bekanntesten, aber er ist nur einer. Ambedkar war ein anderer, der auch die Verfassung mitgeprägt hat. Gab es eine enorm starke demokratische Bewegung von der Dekolonisierung her. Ja. Und Indien gilt ja so quasi als einer der größten Demokratien noch immer. Heute muss man allerdings sagen, nur mehr mit äußersten Einschränkungen. Inzwischen regiert die Hindutva-Partei, kommt aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist eigentlich eine neofaschistische Bewegung, die mit den klassischen Theorien der Menschenrechte kaum mehr etwas auf dem Hut hat. Ja. Und das wird im Westen, in westlichen Medien kaum oder nur sehr in geringem Maße wahrgenommen. Ja. Welche massiven Repressionen hier im Gang sind. Ja, es bezieht sich einerseits gegen muslimische Bevölkerung, aber auch gegen Christen. In unserem Team vom Polylog hatten wir jahrzehntelang einen Jesuiten aus Indien im Redaktionsteam, Anant Amaladas. Und er wird als christlicher Priester, Jesuit, regelmäßig bedroht. Das geht über E-Mails und Handy, SMS und so weiter. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel 70 Journalisten werden ermordet. Das ist bei uns keine Nachricht wert. Also auch hier eine unglaubliche Destruktion dessen, was hier schon demokratisch errungen war. Ja. Im Namen eben einer indischen Identitätspolitik. Indien ist sogar ein bestimmtes Bild von Indien, wo Moslems und so weiter nicht wirklich vorkommen. Das ist das Authentische. Ja. Und das geht bis in die Wissenschaft hinein. Also
Westliche Indologen werden inzwischen strikt abgelehnt, weil sie nur einen westlichen Blick auf die indische Geistesgeschichte haben. Also diese Repression geht auch in unseren eigenen Bereich der interkulturellen Philosophie hinein inzwischen. Ja. Islam wird uns noch beschäftigen. Extrem heterogenes Feld, nicht? Hier gibt es auch Demokratien, Indonesien, Malaysia, aber natürlich auch extrem repressive, terroristische Strömungen. Aber was besonders schmerzlich ist, dass in Kernstaaten der sogenannten westlichen Welt die Demokratie, der rechtsstaatliche Menschenrechtsbeziehung ebenfalls in Frage gestellt wird. Und zwar durch die sogenannten neorechten oder populistischen Bewegungen, die sich in allen Staaten Europas finden, auf dem Vormarsch auch, und durch die Wende der Republikaner mit Trump, so quasi nun wackelt so quasi das machtpolitische Zentrum westlicher Demokratie. Und das Paradoxe, und das werden wir heute noch genauer uns anschauen, ist, dass hier auch christliche Bewegungen mit im Spiel sind. Ja? So Trump hätte ohne die konservativen Katholiken und vor allem die Evangelikalen damals die Wahl nicht gewonnen. Wie ist so etwas möglich? Ja? Wenn in China, Russland und anderen so quasi die Menschenrechte so quasi als westlich und zum Teil auch christliche Ideen abgelehnt werden, ja, dass dann in westlichen Gesellschaften, ja, Christen eine Politik unterstützen, die genau diese angeblich christliche Idee der Menschenrechte wieder ablehnen. Darauf werde ich näher eingehen, wie diese ideologische Konstellation hier in Europa selbst sich darstellt. Nun, bevor wir quasi auf die Infragestellungen der Menschenrechte eingehen, ist es wichtig, einmal zu klären, ja, worum geht es bei den Menschenrechten überhaupt? Und wie sind sie begründbar oder was ist ihr normativer Kern? Bevor man etwas ablehnt, sollte man wissen, was das überhaupt ist. Nun, auch was die religiösen Bewegungen betrifft, gibt es ja hier extrem, sowohl im Christentum als auch im Islam, extrem unterschiedliche Haltungen. Ja. Also es gibt, oder im 19. Jahrhundert gab es auch im Christentum eine radikale Ablehnung der Menschenrechte durch die Päpste des 19. Jahrhunderts. Ja. Also es ist also nicht ein Monopol des Islam, muss man leider sagen. Ja. Die Ablehnung erst im Zweiten Vatikanum, ja, wurde Kirchen offiziell, wurden Demokratie und Menschenrechte anerkannt. Also 1960er Jahren, da bin ich noch in den Kindergarten gegangen, nicht? Also so spät, ja. Also was war da dazwischen? Nicht? Warum diese Ablehnung? Das muss man sich fragen. Inzwischen gibt es aber auch christliche Theologien, die meinen, ja, die Menschenrechte sind doch urchristlich. Ja? Denn die Würde des Einzelnen und so, das sind doch urchristliche Ideen. Also, ja, was soll christlicher sein als die Menschenrechte? Also es ist eigentlich nur etwas, was ohnehin immer schon bei uns war, nur durch geschichtliche Fehlentwicklungen nicht wahrgenommen worden ist. Ja. Ähnliche Konstellationen haben wir auch in den islamischen Debatten.
Hier gibt es einerseits Strömungen, die sagen, ja, die Menschenrechte haben mit uns nichts zu tun, das ist eben kolonialistischer, kulturimperialistischer Import. Und dann kippt, auch im Spektrum islamischer Position, dann kippt die Sache völlig. Matwuti zum Beispiel, ein Theologe, sagt, ja, wir haben schon immer die Menschenrechte vertreten. Für alle Menschenrechte findet er einen Koranvers. Es gibt daher bestimmte islamische Theologen, die behaupten, wir haben die Menschenrechte exportiert und über die UN-Erklärung und so weiter bekommen sie wieder zurück. Ja. Aber ohne Islam sind ja die Menschenrechte haltlos. Wir werden kurz auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte eingehen. Die haben jetzt einen eigenen Menschenrechtskatalog entwickelt, wo eben die Scharia die Basis ist. Und ähnlich gibt es auch im Christentum, selbst bei liberalen Christen, die sagen, ja, die Menschenrechte bedürfen aber einer Letztbegründung doch durch eine christliche Theologie. Ja. Sogar im Zweiten Vatikanischen Konzil, in der berühmten Konstitution Gaudium et Spes, ist dann plötzlich von einem christlichen Naturrecht die Rede, auf der die Affirmation der Menschenrechte und so weiter dann doch beruht. Ja. Also so wie hier die Scharia, ist hier ein christliches Naturrecht so quasi das letzte Bollwerk, nicht, damit die Menschenrechte da nicht in die falsche Richtung kommen. Nun, daher müssen wir uns fragen, ja, wenn christliche oder islamische, und das könnte man jetzt auch in anderen religiösen Traditionen ähnlich noch weiterverfolgen, wenn es möglich ist, dass religiöse Traditionen sowohl eine radikale Ablehnung als auch eine, ja, fast vereinnahmende Affirmation der Menschenrechte denken können, dann, ja, müssen wir uns fragen, ja, was ist bei den Menschenrechten wirklich los? Nun, dazu einige Skizzen, die natürlich sehr grob sind. Erste These ist, die Menschenrechte sind nicht einfach nur christlich und damit aber auch nicht einfach nur islamisch, auch wenn man bestimmte Verse des Koran anführen kann. Sondern die Menschenrechte bauen sich aus zwei grundlegenden Elementen auf. Und das eine ist ein ethischer Universalismus. Was meine ich damit? Die Anerkennung der Würde und Freiheit aller Menschen. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade auch in der Philosophie nicht. Ja? Denn einer der berühmtesten Philosophen, Aristoteles, meinte, ja, an und für sich sind die Menschen vernunftbegabte Wesen, an und für sich, ja, aber nicht alle. Ja? Denn die Menschen in den extrem kalten und extrem heißen Zonen sind durch die Klimabedingungen in ihrer Vernunftfähigkeit so eingeschränkt, dass sie sich nach Aristoteles nicht selbst regieren können. Denn Vernunftbegabung bedeutet, ich kann mein Leben selbst orientieren. Daher gibt es nach Aristoteles, Sie lachen jetzt, ich werde nicht das Lachen verbieten, es wird Ihnen vielleicht stecken bleiben. Und Aristoteles sagt daher, es gibt Barbaren, Entschuldigung, es gibt Sklaven, die eben nicht, das war normal in der Antike, wenn man in einem Krieg besiegt worden ist, dann wurde man in die Sklaverei geführt. Das war noch die humane Version, statt getötet zu werden. Ja, die Sklaverei war die Alternative zur Tötung. Ja. Aber Aristoteles sagt, nein, nein, es gibt nicht nur die Sklaven, die ein Pech hatten, im Krieg versklavt zu werden, sondern es gibt Menschen, die von Natur aus Sklaven sind. Nämlich in den klimatisch bedingten Zonen. Ja. Sie können sich nicht selbst regieren, sie dürfen gejagt werden wie Tiere, sagt er. Und es ist für sie zum Guten, wenn sie versklavt werden, denn dann sind sie in der Obhut eines vernünftigen Menschen.
Und die Vernunft besitzen, sind nämlich zufällig in Griechenland, in der gemäßigten Zone. Und daher sagt Aristoteles, obwohl er die Polis als ideale Staatsform annimmt, wenn es ein Weltreich gäbe, nicht, wären die Griechen natürlich die natürlichen Herrscher über alle anderen. Das ist das Gegenteil von dem, was ich mit ethischem Universalismus etwas abstrakt meinte. Das heißt, ethischer Universalismus bedeutet keine Unterscheidung, eigentliche Menschen und ja, Barbaren, was immer. Nun, diese Theorie des Aristoteles, über die wir jetzt ein bisschen lachen, ist tatsächlich durch das Christentum zurückgedrängt worden. In der Antike schon und auch durch die Stoa. Durch zwei Strömungen. Das Christentum und die Stoa haben eben diese radikale Unterscheidung der Menschheit zwischen eigentlichen Menschen und ja, minderwertigen Menschen aufgehoben. Eine epochale Leistung. Ja. Insofern hat das Christentum tatsächlich einen wichtigen Beitrag für die Idee der Menschenrechte mitgeschaffen. Allerdings, diese Idee der Freiheit aller und der Würde aller ist auch danach zum Teil massivst eingeschränkt worden. Ich kann das nur ganz grob andeuten. Ne? Wir können jetzt nicht die 2000 Jahre Kirchengeschichte machen. Aber die Synthese des Christentums mit der römischen Weltreichsidee, 3. Jahrhundert, ja, ist eine Paradoxie, weil das Weltreich ist eigentlich die Idee des Teufels im Neuen Testament, mit dem der Teufel Jesus versucht. Aber 4. Jahrhundert gibt es eine Synthese römisches Weltreich und Christentum. Und damit entstehen aber jetzt neue Exklusionen. Denn auch im Römischen Reich gab es den Barbarenbegriff, nämlich die, die außerhalb des Römischen Reiches leben. Und es gab, was bedeutete Weltreich? Nicht, dass man jeden Flecken der Erde erobert, sondern dass man keinen ernsthaften Gegner mehr hat, geopolitisch. Dann waren wir hier. Nun waren aber die Perser noch immer ein Gegner. Und daher hat Eusebius, der theologisch diese Synthese von Christentum und Weltreich legitimiert hat, Augustinus hat sie wieder problematisiert, den Kaiser aufgefordert zum Krieg gegen die Perser. Also Sie sehen, Verbindung mit Weltreichsidee hat dann neue Probleme geschaffen. Diese Verbindung wurde dann im 16. Jahrhundert durch die sogenannte Schule von Salamanca aufgebrochen. So lange hat das gedauert. Radikal aufgebrochen. Der Begründer der Schule von Salamanca, Francisco de Vitoria, hat Stellung genommen zur Eroberung Amerikas, Conquista Amerikas. Das war einer der humanitären Katastrophen im großen Maßstab. Und hier ist auch die aristotelische Lehre wieder aufgetaucht. Sind das überhaupt Menschen, nicht? Sind das überhaupt Menschen im vollen Sinn? Nämlich vernunftbegabt im vollen Sinn. Das war die Debatte. Vitoria hat hier tatsächlich die Einheit der Menschheit betont und die Weltreichsidee radikal kritisiert. Er ist damit ein Begründer der Völkerrechtsidee. Das heißt, es gab keine Völkerrechtslehre, philosophisch ausgearbeitet in Europa bis zum 16. Jahrhundert. Es gab die Polis der politischen Philosophie, alle anderen waren Barbaren, oder die Weltreichsidee, die dann christlich beerbt wurde. Kein Völkerrecht. Außer im Alten Testament gibt es Ideen des Völkerrechts. Auch bei den Hethitern mit den Ägyptern. Es gab Praktiken des Völkerrechts auch, aber keine politische Philosophie. Das hat eine christliche Schule, allerdings erst im 16. Jahrhundert, ja, nicht bei den Kirchenvätern, entwickelt, denn
Vittoria sagt, die Barbaren sind legitime Herren ihrer Länder. Das heißt, sie können sich selbst regieren. Und wenn sie sich selbst regieren können, ja, dann müssen wir schauen, wie nun verschiedene Völker mit ihren Regenten koexistieren können. Da brauchen wir ein Regelwerk. Und zwar global. Die Idee eines Völkerrechts ist ebenfalls zentral für die Menschenrechtsentwicklung. Sogar ein eigener Passus in der UN-Deklaration, der das Recht auf eine internationale Ordnung. Also das ist der Artikel 28. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung. Ja, Sie haben, genau, Sie haben hier den Text, ja. In der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Die Idee einer internationalen Ordnung, also Völkerrechtsordnung, ja, ist durch die Schule von Salamanca entwickelt worden. Und auch hier ein Hinweis, solch spektakuläre Innovationen sind offenbar immer wieder angesichts der Erfahrung extremer humanitärer Katastrophen entstanden. Auch die UN-Deklaration ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg dem Naziregime der Shoah entwickelt worden. Ich werde auch in der Einleitung darauf hingewiesen, auf diese Barbarei. Der Rückfall in eine extreme Barbarei im 16. Jahrhundert hat eben die Idee des Völkerrechts entstehen lassen. Hier kommen bei Vittoria Ideen ins Spiel, die werden wir uns noch anschauen müssen, wenn wir zu den aktuellen, auch christlichen Kritikern der Menschenrechtsidee kommen. Vittoria ist ein Denker, der noch vor dem Zeitalter des Nationalismus gedacht hat. Er geht mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit davon aus, ja, die Menschheit ist von Gott geschaffen, ja, und damit, ja, ist einmal die Erde Gemeingut. Es muss so etwas wie Eigentumsrecht erst begründet werden. Im Prinzip, die Grundlage ist, die Erde ist allen Menschen gegeben. Und dann hat er Regeln des Menschenrechts. Also das bedeutet Reisefreiheit. Da sind immer auch Debatten dann, nicht, wenn die Spanier bloß als Reisende nach Amerika gekommen wären, nicht, wäre das kein Problem gewesen. Aber sie waren keine Reisenden. Aber nicht nur Reisefreiheit, Handelsfreiheit, aber mit der Klausel, wenn es anderen nicht schadet, Schadensklausel. Aber auch Niederlassungsfreiheit. Bis hin zum Recht auf Einbürgerung. Das heißt, dass ein globales Migrationsrecht war Teil des christlichen Völkerrechts. Weil die Differenzen, die Barrieren von nationalen und nationalistischen Gesellschaften gar nicht vorhanden waren noch. War noch nicht im Bewusstsein. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Ja. Was den ethischen Universalismus betrifft. Aber auch dieser Schritt hat enorme Rückschläge. Und zwar paradoxerweise im Zeitalter der Aufklärung. In der Aufklärung wird der Begriff der Rasse eingeführt. Der Begriff der Rasse ersetzt den Begriff des Barbaren. Aber jetzt ist es eine naturwissenschaftliche These. Das heißt, der Begriff der Rasse ist Teil der naturwissenschaftlichen Anthropologie, Lehre vom Menschen. Und jetzt tauchen Elemente auf, die man bei Aristoteles halt so handgestrickt findet. Jetzt mit dem Anspruch, das kann man naturwissenschaftlich beweisen, nämlich dass Klima und so weiter Menschen bestimmt und eben auch die Unterschiede des Menschen zwischen den Menschen festlegt. Paradoxerweise hat Kant
den Begriff der Rasse in die Philosophie eingeführt. Kant. Herr, der hat ihn gewarnt. Lassen wir die Finger vom Rassebegriff. Kant war aber, ja, ist einer der großen Ethiker. Ich verteidige Kant. Ich bin selbst ein Neokantianer. Ja, also nur, aber trotzdem muss man das schonungslos zur Kenntnis nehmen. Kant geht durchaus zunächst von der Einheit der Menschheit aus. Monogenismus heißt das. Ja. Also alle Menschen stammen von einem Menschenpaar ab. Da gab es eine Alternative damals. Förster, er meint, na, zumindest zwei. Nicht, die Afrikaner gehören nicht auch vom selben Stamm sein wie wir. Das geht nicht. Aber Kant sagt, nein, nein, Grund ist nochmal alle gleich. Nicht? Aber sie haben verschiedene Keime und durch die Ausbreitung in verschiedene Klimazonen werden nun bestimmte Keime stärker entwickelt und andere nicht. Und so entstehen Unterschiede zwischen den Rassen und das Entscheidende ist, sie werden vererbt. Und dem Moment, wo der Vererbungsmechanismus in Gang setzt, können sie diese Rassen nicht mehr ändern. Und damit gibt es eine Hierarchie der Rassen bekannt, die nicht veränderbar ist. Das ist problematischer als in der Debatte über die Konquiste Amerikas. Der Böse ist hier immer das Sepulveda. Also der war der Gegenspieler von Las Casas. Es gab eine berühmte Debatte in Valladolid 1551 zwischen den beiden über die Konquiste Amerikas, nämlich was sind das wirkliche Menschen da in Amerika oder nicht? Und Las Casas gilt als der Verteidiger, nicht zu Unrecht der Indios, und Sepulveda so quasi als der Böse, der noch einmal, so meinte man, die aristotelische Barbarentheorie aktualisiert hat. Also man wirft ihm vor, dass er die These vertreten habe, die amerindischen Völker seien von Natur aus Sklaven, so wie Aristoteles das gemeint hat. Das ist allerdings ein Missverständnis, denn Sepulveda war Humanist, er hat mit Erasmus konferiert. Er war 20 Jahre in Italien mit den Renaissance-Denkern verbunden. Und seine These, und er war christlicher Theologe auch. Wie kann man christlicher Theologe sein und die heidnische Lehre von der natürlichen Sklaverei der Barbaren? Das geht eigentlich nicht. Ja. Und das hat er auch nicht gemacht, sondern die These von Sepulveda war, die Menschen, und das ist Thema der Renaissance-Anthropologie, die Menschen können verschiedene Naturen annehmen, je nach Lebensweise. Ja, je nach Lebensweise, schöpferisch. Also der berühmteste war hier Pico della Mirandola, ein Denker aus Florenz, eine berühmte Rede, ist der berühmteste, einer der berühmtesten Texte der Renaissance, über die Würde des Menschen. Worin besteht die Würde des Menschen bei Pico? Der Mensch kann sich, wie er sagt, in eine tierische Natur verwandeln oder auch in eine höhere Natur, also eine engelgleiche Natur, rein geistige Natur. Er kann sich in alle Richtungen verwandeln. Und darin besteht seine Würde. Er wird nicht zum Tier im physischen Sinn, sondern wenn man ein Leben führt, bloß mit nach sinnlichen Orientierungen, ja, bloß seinen Lüsten folgen, dann lebt man gleichsam ein Leben wie ein Tier. Ja. Aber wir können uns auch anders orientieren. Und genau darin liegt die Würde. Sepulveda übernimmt diese Theorie und sagt, ja, ganze Völker haben sich durch ihre Sitten auf eine niedere, durch ihre barbarischen Sitten, die Menschenopfer waren hier natürlich ein Beispiel, auf eine niedere Natur selbst depotenziert. Aber diese Natur ist nicht vererblich, wie bekannt, weil sie deshalb durch Gewohnheitspraktiken verinnerlicht worden ist. Das heißt, Sepulveda setzt auf eine Zivilisierung, nicht Versklavung. Ja? Es geht um eine Zivilisierung, es hat auch genug Gewaltpotenziale, ja? Ich will das nicht schönreden, nur es gibt sogar noch einen feinen Unterschied zu Kant. Bei Kant gibt es keinen Zivilisierungsprozess. Bei Sepulveda schon, sie können sogar Christen werden. Ne? Es dauert halt und es braucht halt die Eroberung, weil man muss das Naturrecht durchsetzen und so weiter. Nicht? Das ist nicht so einfach. Nicht? Und das spielt bis heute eine Rolle. Denken Sie an den Irakkrieg. Hier hat selbst die Zeit, Zeitung,
getitelt Die Demokratisierung des Vorderen Orients. Die Demokratisierung des Vorderen Orients. Das heißt, der Krieg war nicht, irgendeinen Diktator zu beseitigen, sondern also eine Zivilisierung einer ganzen Weltregion. Ja? Durch gewaltsame Eroberung. Das ist die Idee von Sepúlveda. Wir müssen die Azteken erobern, ein neues Rechtssystem etablieren. Wenn das funktioniert, könnten wir theoretisch auch wieder abziehen. Und erst dann ist überhaupt eine Christianisierung, Missionierung möglich. Nun, Sie sehen, wie komplex das, was ethischer Universalismus meint, in der europäischen Geschichte schon ist. Ja. Und der Rassismus ist im 19. und 20. Jahrhundert zur dominanten Ideologie, also die wissenschaftliche Anthropologie war um 1900 Rassenlehre. Und zwar nicht nur in Deutschland, in Frankreich, in England, in den USA, hat sich verbunden mit dem Sozialdarwinismus. Also die Tüchtigen setzen sich durch. Das wird ja auf ganze Völker übertragen. Und, und. Ja. Das heißt, der ethische Universalismus ist ein unendlich mühsamer Lernprozess mit atemberaubenden Rückschlägen zum Teil. Jedenfalls mühsamst, da spielt das Christentum ohne Zweifel eine wichtige Rolle, aber auch bei den Rückschlägen spielt das Christentum zuweilen eine nicht unwesentliche Rolle. Ja. Vor allem, und das hat Hegel sehr klar gemacht, das ist wichtig, im antiken Christentum ist der ethische Universalismus so quasi als moralisch-spirituelle Perspektive entwickelt. Ja. Aber nicht im Sinne einer politisch-rechtlichen Anerkennung der Würde des Menschen. Das zeigt sich deutlich in der Haltung gegenüber der Institution der Sklaverei. Ja. Also im Philemonbrief, ja, Paulus, natürlich, Sklave sind als Bruder in Christus zu achten, ja, aber jetzt nicht die Sklaverei abzuschaffen. Ähnlich haben wir das bei Seneca in der Stoa. Ja. Ähnlich Seneca in der Stoa. Das heißt, auch hier geht es nicht um die Abschaffung der Sklaverei, sondern dass wir den Sklaven menschlich behandeln, achten. Ja. Denn die eigentliche Sklaverei besteht nach Seneca, dass wir Sklaven unserer Leidenschaften sind. Das ist die eigentliche Sklaverei, nicht die politische, rechtliche Dimension. Und ähnlich im Christentum, die eigentliche Sklaverei unter Anführungszeichen besteht in der Sündenverfallenheit. Das heißt, es war zwar ein ethischer Universalismus einmal angesetzt, aber die politisch-rechtliche Umsetzung war noch kein wirkliches Thema. Es gibt bei Gregor von Nyssa schon Ideen, die Sklaverei abzuschaffen, aber jetzt wirklich als Institution zu kritisieren. Bei Las Casas finden wir das. Aber Sie wissen, die Sklaverei auch in den westlich dominierten Ländern ist im 19. Jahrhundert abgeschafft, im 19. Jahrhundert. Und hat dann noch immer auch weitergewirkt. Und ein Apartheid-System, ein christliches Apartheid-System in Südafrika. Nun, also die Menschenrechte, die Idee der Menschenrechte basieren eben auf einem ethischen Universalismus, der nicht auf einer bloß spirituell-ethischen Ebene bleibt, sondern dies auch politisch durchsetzt, zum Rechtsprinzip macht. Ja. Fatal ist, dass im 19. Jahrhundert die Päpste, ja, wie ich erwähnt habe, Kritiker der Menschenrechte waren und sie paradoxerweise, also selbst hinter Las Casas zurückgegangen sind, in die zu den frühen Kirchenvätern. Nämlich, hier wird klar gemacht, es gibt eine spirituelle Gleichheit der Menschen als Geschöpfe, aber politisch nicht. Politisch muss die Gesellschaft hierarchisch geordnet sein. Das ist Naturrecht, das Aristoteles, das Vollkommene herrscht über das weniger Vollkommene.
Ja, auch bei Thomas. Ja. Und das kann man nicht außer Kraft setzen, das Naturrecht. Das ist ja katholisch, nicht? Die Gnade setzt das Naturrecht nicht außer Kraft. Und das Naturrecht sagt, hierarchisch. Nicht? Daher hat man sich mit dem Konservativismus, also der Fortsetzung der Reichstheologie, verschrieben. Nun, das ist einmal die eine Geschichte. Ethischer Universalismus ist ein zentrales Element der Menschenrechte. Zweites Element, eine bestimmte Sicht des Staates. Und zwar eine vertragstheoretische Konzeption des Staates. Das findet sich, meine auch, weder im Neuen Testament noch im Koran, ja, auch nicht in buddhistischen Texten und so weiter. Warum ist das ein zentrales Element? Die Menschenrechte müssen ja einklagbar sein. Das geht nicht in einem quasi autoritären, sakralen, monarchischen Konzept. Ja. Das heißt, die Menschenrechte sind daher an eine demokratische Ordnung, einen bestimmten Sinn gebunden. Und das bedeutet, dass die gesellschaftliche Ordnung vertragstheoretisch gedacht wird, als ob die Gesellschaft auf der Basis einer vertraglichen Zustimmung aller basieren würde. Und nur diese zwei Elemente zusammen, ja, das finden Sie bei John Locke zum Beispiel, ja, der nun klar macht, der Staat hat Pflichten, weil es ein Vertragsverhältnis ist, ja, Pflichten, bestimmte Rechte des Einzelnen zu schützen. Das war bei Hobbes noch nicht der Fall. Er hat noch ein, also rein das Gewaltmonopol begründet. Ja. Das ist auch bei Locke wichtig, aber das ist zentral. Das heißt, Menschenrechte basieren auf einem vertragstheoretischen, damit auch demokratischen Konzept von Politik. Das findet sich meiner Meinung nach so nicht in den religiösen Quellen. Und einem ethischen Universalismus. Ja. Allerdings, jetzt kommen wir zu einem nächsten Problem. Die ersten Deklarationen der Menschenrechte, also US-amerikanische Verfassung und französische Revolution. Die Menschenrechte haben ja einen ethischen Universalismus. Aber zugleich wird das aber durch eine konkrete Gesellschaft ja proklamiert. Das heißt, die Gesetze gelten für diese Gesellschaft, also für die Vereinigten Staaten oder Frankreich. Und damit gibt es eine Spannung, ja, eine Spannung, nämlich die Universalität der Menschenrechte und ja, die konkrete partikulare Gesellschaft. Ja, und das ist eine Spannung. Und die wird immer wieder schlagend werden. Nun, ja, die Französische Revolution war auch in Europa eine Etappe. Es kam dann die Heilige Allianz. Da war die Habsburger ja federführend dabei. Das heißt, hier wurden die Menschenrechte ja, wieder massiv zurückgedrängt. Ja. Dann über die konservativistischen Strömungen den Faschismus. Und daher, die dann in die, das Nazi-Regime quasi explodiert sind. Ja. Und die UN-Deklaration der Menschenrechte nach dem Krieg hat nun einen ganz eigenartigen Status. Denn es ist nicht mehr eine Deklaration eines bestimmten Staates wie der USA oder Frankreich. Es ist nun eine allgemeine, tatsächlich allgemeine. Seit hier wird der ethische Universalismus nun in einer stärkeren Weise rückt ins Zentrum. Ja? Daher muss diese allgemeine Menschenrechtserklärung auch erst implementiert werden, also in der Europäischen Menschenrechtskonvention und darin wieder auch in den Nationalstaaten. Ja? Hier, das ist auch die Logik, die wenn auch sinnvoll ist, nicht? Dass man den ethischen Universalismus einmal klarstellt und dann so quasi in die Konkretionen geht. Nun, jetzt kommen wir schon zu Problemen für die Infragestellung auch der Menschenrechte. Nun kann man sagen, ja, ist das, was hier steht, überhaupt universell
plausibel anerkennungswürdig? Oder ist das nicht doch wieder von den Westmächten so quasi dominiert? Auch die UN-Deklaration, die jetzt nicht mehr, wie gesagt, auf USA oder Frankreich oder was immer von vornherein fokussiert ist. Nun, zweierlei. Ich würde sagen, ja und nein. Erstens, es ist kein bloß westlicher Text, sondern es haben hier Delegationen von verschiedenen Weltregionen mitgearbeitet. Von verschiedenen. Indien, Lateinamerika, ein chinesischer Vertreter, Russland und so weiter. Es ist ein interkultureller Konsultationsprozess in Gang gekommen. Das ist ein großer Schritt. Das ist weder in der US-amerikanischen Revolution noch in der französischen Revolution so gewesen. Ein großer Schritt. Ja. Aber es sind nur 4 afrikanische Staaten dabei gewesen. Und auch die westlichen Unterzeichnerstaaten wie Frankreich und England waren Kolonialmächte. Sie haben das unterzeichnet und waren gleichzeitig Kolonialmächte. Und das ist die Grenze, ja, auch dieser Deklaration. Und daher gibt es seit Jahrzehnten in der interkulturellen Philosophie, wo ich mich maskulin bewege, nicht Debatten, dass man sagt, ja, die Menschenrechte müssen weiter entwickelt werden, weiter diskutiert werden. Es waren nicht alle Kulturen tatsächlich beteiligt, nur ein Teil. Nicht nur westlich, aber noch lange nicht alle. Ja. Und das ist tatsächlich richtig, weil die Menschenrechte sind nicht ein Moralkatalog, der so quasi in Stein gemeißelt für immer fixiert ist, sondern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Menschenrechte haben in sich so quasi die Dynamik der reflexiven Selbstkorrektur. Das ist ein Element, quasi da sage ich philosophisch, der sokratischen Tradition. Ja. Also sogar das kennen Sie nicht, hat die Leute gequält, indem er alles hinterfragt hat. Nicht? Das heißt, man muss die Argumente finden, um eine bestimmte Orientierung plausibel zu machen. Und das ist im Kern der Menschenrechte drinnen. Das liegt in dieser Vertragstheorie des Staates, schon bei Locke, nicht, dass die Menschenrechte zugleich Thema öffentlicher Debatten sein müssen. Daher gibt es auch inzwischen 3, 4 Generationen von Menschenrechten. Es ist nicht zu sagen, das ist es und das war es. Das heißt, die Auslegung der Menschenrechte gehört selbst zu den Menschenrechten. Daher ist Redefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter so wichtig. Ja? Wenn dieser kritische Prozess gestoppt wäre, dann hätten wir ein Problem. Und genau dies war zum Beispiel jetzt ein Grund oder ist bis heute ein Grund für bestimmte religiöse Traditionen, die Menschenrechte abzulehnen. Weil sie diesen offenen Reflexionsprozess der Kritisierbarkeit, also im Namen eines autoritären Offenbarungsanspruchs, Wahrheitsanspruchs blockieren. Und so haben auch die Päpste des 19. Jahrhunderts die Meinungsfreiheit kritisiert als polemisch, Recht auf Irrtum. Die Meinungsfreiheit ist ein Recht auf Irrtum. Das ist übrigens augustinisch. Ein Recht auf Irrtum. Das kann nicht, wenn wir die Wahrheit haben, nicht? Wir haben ja die Wahrheit, kann man das nicht zulassen. Nicht? Und da, und ähnlich natürlich im islamischen oder anderen religiösen Traditionen. Das ist kein Monopol des Christentums. Nicht? Und daher können religiöse Traditionen, so wichtige Beiträge sie über den ethischen Universalismus auch einspeisen, letztlich nur konstruktive Partner der Menschenrechtsbewegung sein, wenn sie ihre Wahrheitsansprüche selbstkritisch, sokratisch gleichsam problematisieren können. Wenn das nicht, dann ja, sind sie zumindest mit einem Fuß auf der autoritären Schiene. Und so ist es ja auch geschichtlich immer wieder gewesen. Und das ist der Punkt der islamischen, also der Kairo-Erklärung der Menschenrechte oder eben auch christlicher, die ebenso quasi einen bestimmten Wahrheitsanspruch
festhalten, den nicht mehr zur Diskussion stellen. Man kann ja die Inhalte selbst einbringen, argumentativ, ja? Aber nicht so quasi außer Streit stellen. Das geht nicht. Nun, soweit ja, zu der komplizierten Geschichte. Und die Menschheit ist ein komplizierter Bau. Ja? Und ich habe jetzt noch eine Menge simplifiziert. Ja? Kenner und Ihnen nicken. Ja? Zu den Kritikern. Ja? Wo setzen die Kritiker hier an? Ein paar habe ich ja schon genannt, nicht? Aber jetzt zum Beispiel die Debatte über asiatische Werte. Ich kann Ihnen das noch ausdrücken, ich gebe Ihnen das dann mit. Ja. Die These ist, in China gibt es nicht einmal den Begriff, allgemeinen Begriff Mensch, geschweige denn den Begriff individueller Menschenwürde. Und ohne diese zwei Voraussetzungen können Sie Menschen gar nicht denken, klarerweise. Sie brauchen einen allgemeinen Begriff von Mensch, abgesehen von irgendwelchen anderen Differenzierungen. Nicht? Einfach nur Mensch als Mensch. Das gibt es in China gar nicht. Nun, bei Konfuzius gibt es bereits den allgemeinen Begriff Mensch. Konfuzius baut sogar seine Ethik auf zwei Ebenen. Das eine sind die Riten, also die gesellschaftlichen, hierarchischen Normen, Li und Zhen, Menschlichkeit. Und darin wird der Begriff Mensch war tatsächlich in den Dynastien davor auf die Aristokraten eingeschränkt, das stimmt. Aber Konfuzius erweitert das auf alle Menschen, selbst auf die Menschen außerhalb des chinesischen Reiches. Er führt einen den Begriff Mensch ein. Natürlich nicht die Demokratie, aber immerhin Mensch. Der zweite, ebenfalls Konfuzianer, Mencius, einer der großen Konfuzianer. Er bricht auch ein Stück weit mit der starken Hinwendung zur Tradition bei Konfuzius, ne, die alten Ehren. Er entwickelt seine Ethik ohne jede Tradition. Das wäre ein radikaler Traditionsbruch. Er sagt, ja, worauf können wir angesichts der Infragestellung Gesellschaftsnormen noch bauen? Auf elementare Impulse in uns. Zum Beispiel, Sie sehen ein Kind, das in den Brunnen fällt. Konfuzius sagt, Sie haben den unmittelbaren Impuls, das Kind zu retten. Noch bevor Sie denken, im kategorischen Imperativ kann ich das universalisieren oder was immer. Ja? Das heißt, eine vorrationale Impuls, das ist die Substanz, die muss natürlich kultiviert werden, nicht? Wir sind nicht, also Sie können nicht bei diesen Impulsen stehen bleiben. Das ist die Kultivierung im konfuzianischen Sinn. Und hier sagt Mencius, es gibt eine Gleichheit der Menschen, nämlich die Menschen nach den Rängen des Himmels, wie er sagt, das sind alle gleich, alle. Und es gibt Ränge unter den Menschen, die sind hierarchisch. Also es wird eine universelle Gleichheit, ein ethischer Universalismus entwickelt. Und zwar muss der schrittweise entwickelt werden, wenn sie sagt, wir müssen zunächst Familienangehörigen, Verwandten und so weiter unsere Moral praktizieren und dann schrittweise ausdehnen bis zur Menschheit insgesamt. Warum betont er das? Weil ein anderer chinesischer Denker Mo Ti gemeint hat, wir sollen alle gleich behandeln. Der Himmel behandelt alle gleich, wir müssen auch alle gleich behandeln. Egal, ob er Fremder ist oder Verwandter. Und Mencius meint, da würden wir die Moral an der Wurzel ausreißen. Man muss das einüben in der Familie, in den elementaren sozialen Beziehungen, schrittweise ausdehnen, aber bis zur Menschheit insgesamt. Und Mencius entwickelt bereits den Begriff individueller Menschenwürde. Er bringt ein Beispiel, wenn ein Bettler
am Straßenrand, nicht wenn man ihm so quasi ein Stück Brot auf den Weg, in den staubigen Weg wirft, so wird er dieses Brot nicht annehmen. Aus Selbstachtung. Aus Selbstachtung. Das ist kein Kollektivismus. Das ist eine Sensibilität für die Würde des Einzelnen. Die Würde des Einzelnen bei Mencius. Also asiatische Werte, Vorsicht, dass quasi alles kollektiv, traditionalistisch und so weiter ist. Vorsicht. Es gibt in alten China radikale Kritiker aller Traditionen, wie die Sufisten in Griechenland. Und es gibt eben auch Ideen einer individuellen Menschenwürde. Tatsächlich wurde das nicht in eine Demokratietheorie übersetzt. Aber das war auch in der Stoa und im frühen Christentum nicht der Fall. Eine Demokratietheorie finden Sie im frühen Christentum nicht. Ja. Das heißt, und daher haben Republikaner im Ende 19. frühen 20. Jahrhundert in China an Mencius zum Beispiel angeknüpft, als sie eine Demokratie in China errichten wollten, eine Republik, Sun Yat-sen. Vor den Chinesen gab es ja eine republikanische Phase. Weil Mencius unter anderem auch sagt, ja, der Kaiser wird vielleicht vom Himmel ernannt, aber was sagt der Himmel? Wir verstehen den Himmel nicht wirklich. Also brauchen die Kaiser auf alle Fälle auch die Zustimmung des Volkes. Die Zustimmung des Volkes. Es ist zumindest ein Proto, eine keimhafte Idee, und die haben die Republikaner in China im frühen 20. Jahrhundert aufgenommen. Sagt, wir können anknüpfen. Das heißt, die interkulturelle Akzeptanz der Menschenrechte. Ja, hier muss man in die kulturellen Traditionen einsteigen und man wird merken, ja, das Potenziale, was den ethischen Universalismus betrifft, auch was die reflexive, kritische Dynamik betrifft, genug Ansätze da sind. Das heißt nicht, dass die Menschenrechte schon fertig in einer antiken Tradition da sind, aber da sind sie ja auch bei uns nicht gewesen. Nicht? Die Menschenrechtstradition im modernen Sinn ist im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt worden. Nun, soweit, ja, kann man noch immer sagen, ja, so kann man mit kulturellen Traditionen die Menschenrechte vermitteln. Jetzt kommt ein wirkliches Desaster, würde ich sagen, nämlich, dass in Europa selbst diese Idee eines menschenrechtsbasierten demokratischen Rechtsstaates fundamentale Frage gestellt wird. Das war das Thema des Gesprächs mit Herrn Lendwey davor. Ich fasse das jetzt knapp zusammen. Ja. Nämlich, und der Hauptideologe ist hier der Begründer der Nouvelle Droite in Frankreich, der neuen Rechten, in den 19. Ende 1960er, frühen 1970er Jahren bereits. Und hier wird, das ist meine These, die ideologische Matrix entwickelt für alle sogenannten populistischen oder neorechten Gegner der sogenannten liberalen Demokratie. Was ist diese Matrix? Und Benoit ist hier glasklar. Erstens sagt er, es geht um die Abgrenzung gegenüber dem alten Faschismus. Neorecht, also kommt aus der faschistischen Tradition. Kein Rassismus mehr. Kein Rassismus mehr. Also Herrenmenschen unter Menschen, sondern ein Ethnopluralismus. Das heißt, die Gleichheit aller Kulturen in ihrer Verschiedenheit. Sie sollen koexistieren, raumgebunden. Und hier ist aber vorausgesetzt, die verschiedenen Kulturen haben völlig unterschiedliche Moralsysteme. Nur der Westen, also die Menschenrechte sind ein Produkt des Westens. Also die neorechten Ideologien können bestens damit leben, dass China asiatische Werte vertritt.
Auch die Konzernchefs übrigens, nicht? Wir brauchen da nicht die Menschenrechte diskutieren, nicht? Es geht um Geschäfte und sie haben ihre eigene Kultur, nicht? Das ist überhaupt kein Problem. Wir achten ja die Kultur, nicht? Also Ethnopluralismus. Und das Zweite ist, also die Kritik am bisherigen Faschismus, keine gewaltsame Beseitigung der Demokratie, liberalen Demokratie, sondern ihre Umwandlung. Umwandlung auf der Basis nun des Modells der athenischen Demokratie. Perikles hatte bekanntlich ein Gesetz eingeführt, dass athenischer Bürger nur sein kann, wer väterlicher und mütterlicherseits von Athenern abstammt. Also das Abstammungsprinzip. Ethnische Homogenität und direkte Demokratie, das sind die Ideale neorechter Politik. Die quasi, und daher sagt Benoit, die Idee individueller Menschenrechte ist ein Produkt des Christentums und der Aufklärung. Und das lehnen wir ab. Der Vorrang der ethnischen Homogenität. Ja. Und das hat eine autoritäre Dynamik, denn diese Parteien verstehen sich als die authentischen Sprecher dieses selbstdefinierten ethnischen Volkes. In dem Moment, wo sie Macht erlangen, setzen sie das nun auch um, nämlich Kulturpolitik, Medienpolitik, bei Orban sogar die Verfassung, keine Republik mehr, sondern eine christliche Nation. Ja. Und damit werden alle anderen, also die Menschenrechte garantieren ja eine Pluralität. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Das ist eine Errungenschaft. Diese Pluralität, die durch die individuell verankerten Menschenrechte gesichert wird, wird hier im Namen einer ethnischen Homogenität eingeschränkt und damit wird das von vornherein ein autoritäres System. Ja. Das Fatale ist, um jetzt in Europa hat, warum Orban? Weil Orban der Erste ist, der diese Ideologie quasi zur Staatsdoktrin machen konnte, weil er eine Verfassungsmehrheit hatte. Das heißt, die ungarische Verfassung ist eine Verfassung auf der Basis neorechter Ideologie. Und das war der Anlass für die Kritik, Widerspruch, ja, oder Instrumentalisierung des Christentums, denn das ist wirklich ein unglaublicher Widerspruch, weil der Chefideologe dieser Ideologie sagt, die Menschenrechte sind ein christliches, er sagt, die Menschenrechte sind eine christlich aufklärerische Ideologie, die wir ablehnen. Ja. Das ist eine neuheidnische Theorie und Orban nimmt das auf. Unter dem Stichwort, er ist der Retter des christlichen Abendlandes. Das kann nicht zusammengehen. Das kann nicht zusammengehen. Das ist der Widerspruch selbst. Ja? Wie immer man das Christentum auslegt. Das Christentum ist kein Block. Ja? Aber Ethnizität ist nicht das Fundament einer christlichen Ethik. Das geht nicht. Ja? Und bei Orban finden Sie genau die Strukturen, nicht wie ein autoritäres System hier gezimmert wird. Und manche meinen ja auch, es hat die Opposition eigentlich gar keine Chance mehr, mittelfristig. Also das muss ein klar sein. Und Orban ist das Beispiel. Und wir müssen sehen, dass die neorechten Parteien auch in Österreich genau diese Ideologie verfolgen. Genau diese Ideologie. Schon bei Jörg Haider. Die Politik muss auf ethnischen Prinzipien aufbauen. Haider, Freiheit, die ich meine. Sein Buch. Seit 1986. Auch im Parteiprogramm. Und auch der gegenwärtige Führer der FPÖ macht es ja völlig klar. Er fährt nach Budapest zu Orban, sagt, wir sind gemeinsam unterwegs. Er lädt die AfD ein, die in Deutschland als rechtsextrem vor Verfassungsschutz qualifiziert wird. Öffentliche Pressekonferenz. Das heißt, es muss einem klar sein, die Karten liegen auf dem Tisch.
Die Schwierigkeit war bisher, ja, dass viele Menschen so quasi das, was Benoit die organische Demokratie nennt, diese ethnische Demokratie, ja, schwer unterscheiden konnten von jetzt, was die Liberale nicht, weil alle sprechen von Demokratie. Man kann auch nicht sagen, dass diese Parteien faschistisch einfach sind. Vielleicht von der Vergangenheit gibt es natürlich Aussprüche und so weiter. Das will ich nicht verharmlosen. Aber die Ideologie ist nicht faschistisch. Die ist Neorecht. Das ist ein Unterschied. Das ist eine andere Form von Demokratie auf der Basis ethnischer Homogenität. Und das so quasi zu unterscheiden, ist in öffentlichen Debatten nicht so einfach. Allerdings, wie gesagt, inzwischen wird das so auf den Tisch gelegt. Auch die Identitären haben genau diese Ideologie. Das sind quasi die Vorhut inzwischen, nicht? Eine Zeit lang versuchte man sich davon abzugrenzen, was ideologisch keinen Sinn machte. Jetzt wird es auch öffentlich bekannt, nicht? Wir sind auf einer Spur. Sie sind halt so quasi die NGO unserer Ideologie, nicht? Und da müssen für alle, denen ein menschenrechtsbasierter demokratischer Rechtsstaat ein Anliegen ist, die Alarmglocken läuten. Ja, das ist wirklich die Gefährdung der Demokratie im Zentrum Europas und auch der USA mit Trump. Und das Fatale ist eben, dass wie bei Orban oder auch bei Trump mit der Alt-Right-Bewegung christliche Bewegungen hier voll mit im Spiel sind. Also es braucht ja auch einen wirklichen kritischen Diskurs unter Christen. Also wir haften ja mit. Wir können nicht sagen, ja, das sind die nicht, sind in einer Kirche letztlich irgendwie zusammengeschlossen. Auch hier in Österreich, ja, in dem extrem konservativen Milieus, nicht, hört man immer wieder auch von Klöstern und Klosterhochschulen der Nähe von Wien, nicht, dass also Demokratie halt eine Staatsform neben anderen ist. Eine Stadt von dem anderen, also empirisch sicher. Ja. Aber die Frage ist, als Christen, ja, und natürlich können Christen in verschiedenen Staatsformen leben, wenn sie müssen. Ja. Aber die Frage ist, wenn man in den Menschenrechten, auch wenn sie nicht eins zu eins einfach nur ein Produkt des Christentums sind, aber wenn man in den Menschenrechten nicht auch eine Substanz des ethischen Universalismus des Christentums erkennt, dann, glaube ich, hat man als Christ ein Problem. Und das ist ein wirkliches Problem, weil dann fallen wir zurück in die antidemokratischen Spuren der Päpste des 19. Jahrhunderts. Und das wird auch öffentlich in christlichen Medien kolportiert, ausgesprochen. Auch im Fernsehinterviews habe ich das schon gehört. Ja? Also, als ob, ja. Und mit kaum Reaktion, als ob uns das völlig egal wäre. Ja, soweit ein paar Skizzen. Danke vielmals.